Der 1. Februar 2020 sollte für die Briten alles verändern, besser machen. Großbritannien sagte endgültig Goodbye zur EU. 4 Jahre später wird es Zeit, Bilanz zu ziehen. Unsere Reporterin Alina Quast war in London unterwegs, um der Frage nachzugehen, ist die neu gewonnene Freiheit den Preis wert? Mit der Wirtschaft geht's nach unten, mit den Lebenshaltungskosten nach oben. 162 Milliarden Euro muss das Land seitdem jährlich für den Ausstieg zahlen. Die einen kämpfen immer noch gegen den Brexit, die anderen kämpfen mit den Folgen. Wir besuchen das Vereinigte Königreich 4 Jahre nach dem Goodbye. Die Regierung hat den Briten viel versprochen, mehr Wohlstand, mehr Freiheit. Aber was ist aus diesen Versprechen geworden, 4 Jahre nach dem Brexit? Das wollen wir wissen von den Briten hier in London. Schlange stehen bei dem Lewisham Donation Hub im Südosten der City of London. Lawrence Smith hat das Spendenzentrum gegründet. Ob Klamotten, Lebensmittel oder Haushaltsgeräte, all das, was Bedürftige brauchen, kriegen sie hier dank vieler Spenden umsonst. Wir sehen hier jeden. Besonders besorgniserregend ist, dass Leute herkommen, die arbeiten, aber trotzdem nicht genug Geld haben zum Überleben. Rose Wallace ist überzeugt, dass der Brexit daran Schuld hat. Sie ist Rentnerin, kommt mehrmals im Jahr hierher. Seit dem Brexit sind wir alle in der Armut angekommen. George Turner, der heute zum ersten Mal da ist, sieht das etwas anders. Ich kann es nicht auf den Brexit schieben, weil so viele andere Faktoren mit reinspielen, wie die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg. Der 65-Jährige erzählt uns, dass er wieder für den Brexit stimmen würde. Aber ich würde gerne nächstes Mal besser informiert werden, was uns der Brexit eigentlich bringt. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir jetzt auch nicht mehr Kontrolle haben, zum Beispiel mit Blick auf Migration. Enttäuschung. Ein Gefühl, das viele Briten teilen. Eine knappe Mehrheit hat damals für den Brexit gestimmt. Umfragen zufolge denkt heute mehr als die Hälfte, dass das ein Fehler war. Endlich eigene Handelsverträge schließen, das war eines der Brexit-Versprechen. Ein Handelsabkommen mit Kanada scheiterte zuletzt und die seit diesem Jahr neuen Importkontrollen bei Tier- und Pflanzenprodukten an der EU-Grenze bringen vor allem eines: viel Bürokratie, höhere Kosten und Preise und womöglich bald Lieferengpässe. Wir besuchen das Männermodegeschäft Rivet & Hyde im Londoner Stadtteil Soho. Hier gibt es seltene Jeans aus Japan und den USA für Männer, die was Besonderes suchen. Vor dem Brexit kamen viele Bestellungen aus Deutschland. Ja, der Inhaber des Geschäfts, der ist gerade verreist, aber wir wollen mal versuchen, ihn zu erreichen, um mit ihm zu sprechen, welche Folgen der Brexit für ihn und sein Geschäft hat. Danny Hodgson erzählt uns, dass er durch den Brexit 40% seines Umsatzes in der EU verloren hat und somit viele Kunden. It has confirmed all my worst fears. Meine schlimmsten Befürchtungen wurden bestätigt. Seit 2016 habe ich einen harten Brexit gefürchtet und die Regierung hat genau das geschafft. Etwas, das bei uns 175 Euro kostet, kostet jetzt etwa 260 Euro für alle, die in der EU bestellen. Darin stecken die zusätzlichen Einfuhrzölle und die höheren Versandkosten. Der Brexit kommt Großbritannien teuer zu stehen. Die Wirtschaftsleistung ist einer Cambridge Econometrics-Studie zufolge um 6% geschrumpft. Das EU-Aus kostet das Land mehr als 162 Milliarden Euro jährlich. Wir alle leben in einer Brexit-Tragödie, singen Gegner des EU-Aus vor dem Sitz des britischen Parlaments. Seit 7 Jahren protestieren sie, anfangs täglich, heute zumindest noch mehrmals die Woche. Steve Bray ist in London bekannt wie ein bunter Hund. Berühmt dafür, sich mit Plakaten oder Anti-Brexit-Songs ins Live-Fernsehen zu schummeln. It's Steve Bray. It's the latest Steve Bray. Und dessen Botschaft ist klar. Brexit is an absolute disaster. Der Brexit ist ein absolutes Desaster. Den Leuten wurde ein besseres Leben versprochen, ein besseres Gesundheitssystem und mehr Geld, dass man finanziell besser dasteht. Aber all das sind Lügen. Der ganze Brexit basiert auf Lügen. Brexit was based on lies. Wir stehen nicht mehr am Anfang des Brexits, aber vorbei ist er auch noch nicht, sagt uns Anne McElvoy, Korrespondentin bei Politico Europe.
Hätte man gewusst, dass zum Beispiel, dass die Pandemie kommt und dass alles sowieso schwieriger in Europa werden würde, hätte man den Brexit damals genommen? Interessante Frage. Das ist, vielleicht ist es das, was alles ein bisschen schwieriger macht. Wir könnten es auch so formulieren, dass es eine Kopfgeburt, ein Traum von einem Brexit gab, die nicht in Realitäten umgewandelt ist. Und das ist das Problem jetzt für alle, die sagen, ja, Brexit ist uns gelungen, aber wie? Und das ist vielleicht ein Warnzeichen für Dexiteers in Deutschland. Mit Dexiteers meint Anne McElvoy Deutsche, die raus wollen aus der EU. Zuletzt hatte die AfD diese Idee ins Spiel gebracht. Ich glaube kaum, dass ein Dexit in Deutschland stattfinden würde. Ich glaube auch, als exportorientiertes Land wäre das für Deutschland noch mehr problematisch als für Großbritannien. Was also bleibt? 4 Jahre nach dem Brexit. Viele Versprechen bleibt die Regierung ihren Bürgern bis heute schuldig. Sie ist zwar unabhängiger, aber bislang nicht erfolgreicher. Ich finde, das war das Schlimmste, was dieses Land jemals gemacht hat. Ich habe knapp für den Brexit gestimmt. Ich habe das Gefühl, aber es ist immer noch in der Schwebe. Gut in manchen Punkten, schlecht in anderen. Gerade für junge Leute ist es einfach so eine schlechte Sache und es ist schlecht für die Handelsbeziehungen. Ich glaube, mit der Zeit werden mehr und mehr Leute gegen den Brexit sein, weil sie die Folgen spüren. Doch auch wenn immer mehr Briten den Brexit heute als Fehler ansehen, eine Rückkehr in die EU dürfte es nicht allzu bald geben.